Hey ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter. Ja, was können wir tun? Was haben wir auf dem Plan? Wir haben neu dazu bekommen einmal den großen Reaktor, bei dem wir jetzt 3 Uranstäbe brauchen. Wir schauen uns mal, wir rechnen einfach mal durch. Diese insgesamt 4 Stück machen 86 und wir haben zurzeit übrig 29. Wir brauchen dafür Uranstäbe. Was haben wir denn an Uran da, dass wir mal Stäbe produzieren können? Wir werden, glaube ich, nicht alle ein, zwei, drei Stück konnten wir produzieren. Das ist gut. Dann haben wir noch zweimal Uran übrig. Uran übrig war ja immer noch für, glaube ich, Uran so brauchten wir, glaube ich, nur für Raketen. Dann brauchen wir Schießpulver. Dafür brauchen wir Iridium und Schwefel. Iridium und Schwefel. Schwefel haben wir drüben in der Biokiste. Iridium haben wir zweimal, einmal Schwefel. Dann haben wir unser Schwarzpulver. Dann haben wir hier unser Schwefel. Dann können wir uns... Ach, nee, zweimal Schwefel. Ah, oh, okay, du warst zweimal Schwefel. Einmal so, gut. Dann haben wir unser Schwarzpulver. Dann fehlt uns jetzt Superlegierung und Wasser. Superlegierung habe ich drüben an der Aluhütte hergestellt. Was an Materialien da war, haben wir. Und Wasser kriegen wir draußen aus dem Gerät hier. Das müsste ja reichen. So, jetzt sind wir mal gespannt, wie groß dieser Lappen ist, den wir hier haben. Der stößt da oben an. Ah, okay. Aber hier müssen wir ihn hinstellen können. Ah, okay. Ja, das ist ja noch einigermaßen okay. Wie weit stehe ich denn hier in der... Stehe ich hier einigermaßen in der Flucht? Ja, das passt. Dann haben wir jetzt insgesamt, müssen wir ja einiges an Energie übrig haben. Wir haben 361 über. Das ist gut, das ist sehr gut. Dann haben wir, also das Energieproblem haben wir jetzt einigermaßen aus dem Weg. Hier haben wir zerlegt, darin platzierte Gegenstände. Ah, okay. Recyclingmaschine ermöglicht das Recyceln eines Objektes, das Zurückgewinnung der Hauptbestandteile. Ah, okay. Nahrungszüchter. Dann, was ich mich gefragt habe, und jetzt schauen wir mal kurz ins Inventar, wir haben noch einmal Iridium zu viel drin, was ich, glaube ich, was nicht funktioniert hat, ist mit dem Osmanium-Bohrer. Wir trinken und wir essen einmal, dann sind wir voll. Wir gehen nochmal in die Osmanium-Bohrer rein. Er zeigt mir da oder produziert mir dort eigentlich bloß. Oh, das regnet so schön. Ja, das hat vorher auch schon mal, wie ich das Material eingesammelt habe oder Material gesammelt habe, hat er mir angezeigt, ja, beim Hinstellen, dass er nur Eisen produziert und kein Osmanium, weil es steht ja immer als Priorität dran, was er produziert. Und da war jetzt bloß Eisen, Kobalt und sowas alles drin. Aber kein Osmanium. Es kann sein, dass wir weiter in die Höhle hinein müssen. Schweben wir hier mal sauber lustig rein. Jetzt schauen wir mal, was er macht jetzt den dritten Durchgang sozusagen. Aber er hat immer noch das gleiche. Genau. Und hier haben wir Materialien, nur diese Materialien. Das ist natürlich schlecht. Kann ich nicht abbauen, ohne dass irgendwas auf den Boden fällt? Nee, kannst du nicht. Kannst du wohl. Dann schauen wir mal, ob was passiert, wenn wir den Bohrer hier hinsetzen. Er müsste mir ja Osmanium als Ding anzeigen. Als Hauptabbau. Osmanium-Höhle drin sind. Wo habe ich hier meinen Denkfehler?
Ha, das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich dachte, dadurch, dass diese Höhle ja auch diesen Farbwechsel dann hat, dann dass man da drüber rankommt. Aber es scheint ja anscheinend nicht zu funktionieren. Kann man Osmanium nicht bohren? Das kann natürlich auch sein. Aber wir haben ja gesagt, in der Priorität, die wir haben, möchte ich gerne einen zweiten Osmanium-Bohrer aufsetzen. Wir haben jetzt ja genügend Energie, sie produzieren. Wo verschwinden wir hier in der Gegend rum? Ihr seid von dem letzten Absturz hier. Ihr seid alles normales Material, was runtergefallen ist. Magnesium, als hätten wir keinen Mangel daran. Da drüben schwebt auch noch Material. Dass man noch einen zweiten Osmanium-Bohrer aufbaut, damit wir Osmanium-Kerne bauen können. Gut, wir räumen einmal kurz auf. Wir wissen, das Gerümpel muss einmal hier rüber, das Eisen und alles. Jetzt ist diese Kiste bereits auch voll. Eisenkiste ist auch voll. Aluminium haben wir keins mitgebracht, Titan haben wir auch keins mitgebracht. Wo habe ich da den Denkfehler? Ich bin in der Osmaniumhöhle drin, aber er baut mir kein Osmanium ab. Was machen wir jetzt mit dem ganzen Eisen? Oh, ich packe mal erstmal zur Superlegierung dazu. So, dann schauen wir mal. Für einen Bohrer brauchen wir zweimal Osmanium, einen Iridiumstab. Da hört der Spaß schon wieder auf, weil wir zu wenig, wir haben nur vier. Wir müssten drüben nachschauen, ob wir Iridium. Ja, ich hatte gedacht, das geht auch damit. Das geht auch damit. Wie sind wir aufgestellt? Wir sind gut aufgestellt. Ich würde sagen, wir plündern da hinten. Schauen noch mal durch dieses Wack da hinten. Vielleicht bringt uns das ja ein bisschen nach vorne, dass wir noch einen Iridiumstab oder irgendwas Vergleichbares bekommen, um hier einfach voranzukommen. Sonst müssen wir auf das Iridium warten. Aber warum wir kein Osmanium bekommen für die Bohrer, das frage ich mich gerade auch sehr. Habe ich da irgendwo einen Denkfehler? Habe ich da irgendwas übersehen? Obwohl ich ihn tiefer in die Höhle reingestellt habe, hat er mir Eisen angezeigt. Aber Eisen in der hier ging es irgendwo rein. Wir müssen auch mal die neuen Abbauwerkzeuge. Wir machen mal unsere Taschenlampe an. Hier liegen irgendwelche Kanister. Hier hatten wir, glaube ich, so gut wie alles schon abgebaut. Wir haben damals links angefangen. Dann gehen wir jetzt mal nach rechts. Ganz easy gediesen. Da brauchen wir diese Abbaustufe 2 dafür. T2. Ja, dann müssen wir uns das mal suchen. Da brauchen wir auch T2 dafür. Das wissen wir ja, dass wir den anderen auch noch. Das können wir uns mal auf den Plan schreiben. Hier liegt Eisen rum. Das habe ich da wahrscheinlich hingeschmissen. Was ist in dieser Kiste? Hier sind nochmal Pilze drin. Hier haben wir Uran. Hier haben wir Multiplikatorenpflanze. Wir nehmen erstmal alles mit. Dann bauen wir die Kiste ab. Stört sie uns nicht mehr. Hier ist ein Stahlträger, der uns den Weg versperrt. Hier haben wir nochmal Pflanzen, Auberginensamen. Oh, ein Raketenantrieb. Das wäre vielleicht gut für eine. Guck ich. Hallo? Kürbisse? Bin ich voll? Nö. Kürbisse. Gut. Schauen wir uns hier mal um. Hier ist auch nichts mehr. Hier geht es noch weiter. Und hier sind lauter Pflanzen. Hier haben wir einen Chip, den wir aufmachen können. Und hier haben wir noch einmal Pflanzen.
Habe ich hier irgendwas übersehen hier unten? Wir müssen gleich einmal Sauerstoff nehmen. Hier oben waren wir auch schon mal drin. Da liegt noch mal ein Raketenantrieb. Das ist gut. Hier ist noch mal eine Kiste mit einem Chip, mit einem Osmaniumstab. Das ist gut, Osmanium. Und wir müssen dran denken, dass wir unseren Sauerstoff nehmen. Dann nehmen wir einmal den Klumpen mit. Essen und sowas kann ich gleich nehmen. Hier ist noch mal ein Samen. Was bist du denn für eine Pflanze? 400. Ah, okay. So eine hatten wir auch noch nicht. Wir sortieren mal auf. Das Eisen können wir rüberpacken, weil wir das so dringend nicht brauchen. Aber die anderen Ingredienzen. Was bist du? Lyrasamen, die sind wichtig. Euch kann ich abbauen, wenn ich könnte. Was seid ihr? Das sind auch nochmal Samen. Hier liegen nochmal Bohnen. Und jetzt dürfen wir uns hier halt nicht verrennen. Was haben wir hier? Nochmal ein Chip. Und wir sind voll. Das heißt, wir bewegen uns jetzt zum Ausgang. Wenn ich den Ausgang finde, wo ist der Ausgang? Da ist auch nochmal so eine Chipbox. Da war aber nichts mehr drin. Dann sind wir, glaube ich, von hier gekommen. Da liegt das Eisen rum. Hier geht's auch durch, 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 rum, raus, ran. Und wir schweben nach Hause. Wir haben einiges abgreifen können. Das Lado bitte. Aber mich würde mal interessieren, wo ich meinen Denkfehler bei der Osmanium wieder habe. Ob man mit dem Bohrer auch Osmanium verbrauchen kann. Oder sehe ich das falsch? Sehe ich das falsch? Das wäre meine große Frage ans System. Kann man die nicht abbauen? Kann man sie doch abbauen? Das wäre jetzt die große Frage. Aber was wir jetzt gesehen haben, was wichtig ist, ist diese Abbaustufe 2, dass wir uns die herstellen, damit wir die anderen Türen öffnen können. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon haben. Sichern wir mal das Material, was wir alles mitbekommen haben. Sauber durchgezogen. Gut, wunderbar. Wir packen einmal rein das Iridium. Wir haben die Stäbe. Wir haben Uran bekommen. Das ist gut, weil wir ja die Stäbe verballert haben für die Sachen. Dann haben wir Raketenmaterial. Das packe ich mal hier rein. Dann huschen wir hier mal um die Ecke. Die Pflanzen waren, glaube ich, oben. Das war hier, glaube ich, die Pflanzenkiste. Da haben wir jetzt einmal diese Tosca bekommen, die uns 400 macht. Dazu nehmen wir die Samen raus, packen die da rein. Das produziert ja auch. Und jetzt haben wir hier schon das Problem, dass hier auch alles voll ist. Die Liasamen sind ja auch hier oben. Petra. Samen. Das war für die Grasstreuer. Vielleicht können wir noch mal ein paar Grasstreuer bauen. Wir vergewaltigen dich jetzt einmal für die Pflanzen, die wir noch haben. Wir wissen ja, oben ist ja sowieso alles mit Biologie. Wasser, du möchtest einmal was trinken, sollst du bekommen. Dann haben wir hier wieder Material bekommen. Wir sortieren einmal kurz auf. Die Pilze haben wir bekommen. Dann Kürbisse und die Auberginen. Die haben wir ja gesagt, die Auberginen haben wir hier. Dann haben wir vorne einen großen Schrank für Samen gehabt. Gut, das passt. Bioklump darf hier auch mit rein, weil wir den ja hier brauchen. Dann haben wir Alu und Superlegierung. Das ist toll. Superlegierung, das gefällt mir. Gut, haben wir Aluminium. Packen wir hier rein. So, jetzt schauen wir mal. Diesen T2 zum Abbauen. Abbaugeschwindigkeit 2. Abbaugeschwindigkeit abbauen. Nee. Zerlegen, Stufe 1 haben wir nur. Das ist Abbaugeschwindigkeit. Und hier haben wir Beweglichkeit, haben wir eigentlich T2 Stiefel. Was haben wir denn da eigentlich? Wir haben Beweglichkeit T2 und Jet T1.
2, 5, 4. Das heißt, hier würde bitte bei der Beweglichkeit, wenn wir noch 3, wenn wir uns Schwarzpulver in die Schuhe schmieren. Okay. Ja, dann schauen wir erstmal, was unsere Chips bringen. Wir haben einen Entschlüsselungschip, einen neuen Raketenbauplan, Karteninformationsrakete. Ah, okay. Dann das nächste. Neuer Bauplan, Blueprint Pint T2. Okay, und den nächsten. Neuer Bauplan, Zaun. Oh, wir können jetzt Zäune bauen. Ui. Das ist auch interessant. Zäune. Ah, okay. Das kommt wahrscheinlich irgendwo aus Silizium. Ah, die werden relativ wackelig sein. Pia, was machen wir? Wir können unseren zweiten. Silizium geht auch voran. Hier haben wir sowieso schon alles voll. Osmanium. Und hier ist auch bereits alles. Ach, das haben wir ja gesagt, das haben wir hier mit reingemacht. Dann haben wir jetzt 2 Raketenantriebe. Das heißt, wir könnten 2 Raketen starten. Welche Raketen wären dann wichtig? GPS haben wir nach oben geschossen. Es gibt ja... Oh, macht ihr denn? Schön, noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Das ist schön. So, hier liegt ein Stein. Gut, also wir haben einmal die Uranrakete. Dazu brauchen wir Superlegierung und Kobalt. Das sollte kein Problem sein. Dann haben wir eine Iridium-Rakete. Dann haben wir die 2 GPS-Raketen und eine Karten. Points of Interest auf der Karte anzeigen. Dazu brauchen wir aber Superlegierungsstab. Ach du heilige Tür, da Superlegierungsstab. Sowas können wir ja noch gar nicht herstellen. Aber was wäre jetzt... Was wäre jetzt wichtiger, dass man einmal Iridium und einmal Uran, oder brauchen wir mehr Uran? Also, das Material über. Hier war ja auch immer noch Material drin. Nee, da war keins drin. Wie viel Superlegierung kann man herstellen? Einmal, zweimal.
jetzt fehlt mir hier Aluminium. Da packe ich einmal das Material hier rüber, weil wir brauchen das ja eh immer zum Bauen. Und können jetzt überlegen, welche Rakete wir brauchen. Welche Rakete brauchen wir? Bauen, glaube ich, einmal eine mit eine Uranrakete bauen. Iridium sollten wir jetzt ja eigentlich frühzeitig genug kriegen. Wir geben uns einmal ein wirkliches Material und das ist die wahre Wonne. Vielleicht soll ich drüben in der Iridiumhöhle auch nochmal einen T2-Tisch aufstellen, um da auch Sachen zu produzieren, weil dann können wir die Iridiumstäbe da vor Ort produzieren und können die dann direkt mitnehmen. Hier, gehen wir mal rein. Können wir hier einmal was essen und was trinken, dann sind wir hier aufgeräumt. Wir bringen einmal das Material weg, Aluminium einmal sortieren. Haben wir hier auch wieder ein bisschen das normale Zeug. Titan haben wir genug. Kobalt brauchen wir dreimal, glaube ich, für die Ding. Wo haben wir unseren Raketenantrieb hin? Zweimal Superlegierung und das. Und dann schicken wir eine Uranrakete nach oben. Weil Uran brauchen wir ja für die neuen Kraftwerke. Uran. Okay. Da und da das mit dem Osmanium, das ärgert mich so ein bisschen. Jetzt brauchen wir hier Bioklumpen, Superlegierung. Seewassersammler bei 50, Heizung T4 bei 63, das heißt der Sauerstoff muss hoch und der Algengenerator 1, aber wir haben den T2 doch schon. Wir haben doch schon den T2 und für den brauchen wir auch Dünger. Der macht 23 Pflanzen und 350, da sollten wir uns vielleicht einen aufstellen für den Sauerstoff. Biomasse, haben wir hier eigentlich irgendwas mit, was auf Biomasse funktioniert? Was haben wir hier? Ein Bienenstock bei 80 Tonnen, okay. Insekten bei 500 Gramm und Tiere bei 50 Kilo, okay. Das heißt, wir brauchen ja eigentlich Algengenerator, der macht auch Pflanzen 30 pro Sekunde. Was wäre hier das nächste? Pflanzenrakete, okay, bei 175 Kilo. Das heißt, wir müssten wirklich diese Algengeneratoren bauen. Dann schauen wir mal, wie wir an den Dünger kommen. Dünger brauchen wir Algen, Auberginen und Schwefel. Algen haben wir mehr als genug. Da habe ich hier eine ganze Kiste. Das waren insgesamt 6 Stück.
Stück, die wir brauchen. Dann brauchen wir Schwefel. Da haben wir, müssen wir jetzt dann langsam tun. So, nochmal. Und 4 Auberginen brauchen wir. Wir haben eine und daran hakt es jetzt schon wieder, weil wir zu wenig Auberginen haben. Gut, ich packe das alles nochmal zurück. Das heißt, wir brauchen mehr Auberginen und das heißt, wir müssen mehr produzieren. Das heißt, wir schauen hier drauf und unser Nahrungszüchter, da können wir hier mit Aluminium und Wasser, dann machen wir das so, dann holen wir uns hier 2-mal Aluminium. Wasser bekommen wir draußen an unserem großen Richter. Da haben wir auch nochmal 4 Stück. Und jetzt fehlt mir zum Glück nur noch Eisen. Eisen hatte ich im Inventar mehr als genug. Das heißt, wir müssen fokussiert also noch mehr Auberginen herstellen. Auberginen, da wäre ich vielleicht hier noch ein Plätzchen. Haben wir hier ein Plätzchen, das wir oben einsetzen können. Hier haben wir die Dinger, die Samen dazu. Dann bekommen wir hier einmal Auberginen. Sollen wir einmal 3-mal Auberginen? Dann habe ich hier vielleicht noch ein Plätzchen. Dann setzen wir hier noch einen hin. Dann produzieren wir jetzt halt Auberginen im Übermaß. Das passt ja auch. Die produzieren ja, glaube ich, auch Sauerstoff, Geschwindigkeit. Man sieht das nur so schlecht an dem Ding. 15 kW verbrauchen die, ja. Das ist natürlich auch super. So kann man natürlich auch. Okay, gut. Das heißt also, wir brauchen Biomasse, brauchen wir. Das heißt, wir müssen diese produzieren. Das heißt, wir brauchen Dünger. Und diese Klumpen. Klumpen. Biomassenklumpen oder Bioplastikklumpen. Dazu brauchen wir Pilze, Silizium und Wasserflaschen. Pilze. Wie viele Pilze habe ich? 4 Stück. Pilze müssen wir wahrscheinlich auch produzieren. Silizium und Wasser. Gehen wir mal so 2 so Klumpen da bauen. Jetzt können wir da nochmal drauf gucken. 2 Klumpen haben wir, Wasser haben wir, Superlegierung kriegen wir hin. Jetzt brauchen wir nur einmal Dünger. Dann packen wir da wieder rüber. Das Wasser kann man auch wieder darüber packen. Silizium haben wir auch noch genug drin. Wie sieht es hier aus? Nehmen wir einmal so und einmal so. Passt das? Dann haben wir hier Superlegierung, haben wir hier auch drin. Wir können ja mal das Uran einsammeln. Dann gehen wir mal in Ruhe und bedacht. Und ich habe nicht auf die Zeit. Ich mache mich jetzt auf den Weg, das Uran zu suchen. Dann gehen wir hier mal drauf und schau mal, wo sich das Uran runtergehauen hat. Ich sehe es nicht. Sieht jemand das Uran? Würde ich an dieser Stelle auch die Folge beenden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal.